den Hitler als Primitivling hinstellen zu wollen, wäre auch falsch. Wenn er nicht alle möglichen Qualitäten gehabt hätte, wäre es ihm nie gelungen, das deutsche Volk so zu verführen, wie er es verführt hat. Er hat ja immer wieder auch technische Leute fasziniert mit seinem detaillierten Wissen, beruhend auf diesem phänomenalen Gedächtnis. Also Zahlen und Fakten und dergleichen standen ihm reichlich zur Verfügung. Seine ideologische Orientierung war natürlich von vornherein sehr einseitig. Winston Churchill hat einmal meinem Vater ganz privat gesagt, und zwar 1932, "Tell your boss, antisemitism is a good starter, but a poor sticker." Das heißt also, Antisemitismus sollte eigentlich heißen Antijudaismus, denn die grimmigsten Feinde der Juden sind die Araber und das sind auch Semiten, aber wir werden dieses dumme Wort nie los. Also der Antijudaismus ist ein gutes Zugpferd in der Politik, aber es rächt sich. Das zeigt den Realitätssinn Churchills und genau das hat der Hitler nicht besessen. Auch die Fähigkeit, Mäßigung zu üben, die Bismarck in hohem Maß besaß, die ging Hitler total ab. Er war eben ein Jusko-Buddhist, einer, der alles bis zum Gehtnimmer übertreiben konnte und musste offensichtlich. Das lag in seiner Natur. Und er wollte ein Mehrer des Reiches sein und hat fertiggebracht, dass das Reich erheblich zurückgestutzt wurde. Ja.